Da sind wir zurück bei Häuptling Garonas von Kelmno. In der letzten Folge hat uns unser großer Bruder Pomesanien abgenommen. Erst haben wir einen Krieg geführt, um es doch noch halten zu können. Den haben wir verloren, konnten es aber trotzdem behalten. Aber es hat nicht lange gedauert, da hat er es ein zweites Mal gefordert. Und nachdem wir dann in dem Krieg zuvor schon einen unserer Söhne verloren haben und auch unseren Armeeanführer und es wirklich aussichtslos war, haben wir dieses zweite Angebot, das uns geschickt wurde, annehmen müssen und haben Pomesanien an unseren Bruder abgetreten. Und anschließend wurden wir auch noch direkt wieder von den Großpolen geplündert und in der Wut eben jetzt unsere eigenen Räuber aus. Und marschieren in vormals vidilistisches Gebiet, hier nach Rasenei, um dort Beute zu machen. Und vielleicht auch die Leute daran zu erinnern, dass sie mal vidilistisch waren und dass das der einzig wahre Glauben ist. Ja, direkt Pribislav, unser Plünderersohn, führt die Truppen an. Und dann auf geht's. Vorankommen sowohl Häuptling Ulinix von Sassen als auch ich genießen hohes Ansehen bei unserem Lehnsherrn Oberhäuptling Bajoras. Wir genießen bei dem jetzt wieder hohes Ansehen, wo uns erst jegliche Fähigkeit zum Führen von Pomesanien abgesprochen hat. Na gut, er wollte uns aber auch schon zweimal wieder im Rat haben. Wenn es jedoch um die Vorgabe von Titeln, Ehre und Reichtümern geht, wird einer von uns immer Erster untergleichen sein. Die anstehende Zusammenkunft in Truso bietet mir die Gelegenheit dafür zu sorgen, dass die Gunst von Oberhäuptling mir gehören wird. Ja, das kann man auch nochmal anmerken, was ich letzte Folge schon mal gesagt hatte. Also der Reichssitz wurde jetzt von Bajoras nach Truso verlegt. Mit meiner goldenen Zunge sollte das hier ein leichtes sein. Ich werde anschaulich darlegen, dass die höchsten Mächte stets auf meiner Seite sind. Wir Vasallen sollten miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Freunde unter Mitvasallen. Ja, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Also wir werden ihn auf jeden Fall nicht umschmeicheln. Können ihn mit unserer Bildung versuchen zu beeindrucken. Aber hier, er ist kein herausragend gebildeter, wir auch nicht. Aber wir sind jetzt immerhin Theologe und ein weiser Mann. Vielleicht sind wir ein bisschen, also auf jeden Fall gedemütigt davon, dass er uns Pomesanien abgenommen hat. Aber ihm einfach darlegen, dass seine Argumente auf jeden Fall falsch waren. Und wir durchaus in der Lage sind, unser Land zu führen. Mal schauen, wo das hinführt. Oh, er zeigt sich von uns beeindruckt. Mal schauen, wie es unseren Räubern hier ergeht. Verbluten. Ich inspiziere gerade die Krankenstube der Kasernen, als ein schwer verletzter Soldat hereingebracht wird. Er verliert zu viel Blut. Wo ist der Arzt? Aurelis ist unauffindbar. Mir läuft es kalt den Rücken hinunter. Ich bin vielleicht die letzte Hoffnung dieses Soldaten. Plötzlich steht wie aus dem Nichts mein Bruder Oberhäuptling Bajoras an meiner Seite. Er krempelt die Ärmel hoch und schaut mich an. Okay. Okay. Wo bist du? In Pomesanien? Und wo sind wir? Ist das noch die... Wir sind in Kelmno. Interessant. Eben ging es ja auch um eine Zusammenkunft in Pomesanien. Nun gut. Gebt mir die Aderpresse. Trete zurück. Das ist mein Patent. Aber ich lasse ihn verbluten. Er hat es nicht besser verdient. Okay.
Wir könnten jetzt versuchen, ihn gemeinsam zu retten. Wir könnten versuchen, ihn alleine zu retten. Dann schließt er sich unserem Hof auch an. Sind wir so drauf, dass wir ihn da jetzt wegprellen, um alleine jemanden zu versorgen? Nun, ich glaube, da kommt die Sprunghaftigkeit raus. Wir sind zwar treuherzig, dass wir jetzt keine größer gehende Revolte anzetteln, aber da sagen wir jetzt, nein, das ist unser Patient. Ich mach das. Oh, und mein Patient schreit und schlägt um sich, obwohl drei ausgewachsene Soldaten ihn niederhalten, ist jeder Schritt ein Kraftakt. Doch mein Wissen lässt mich nicht im Stich und meine Hände bleiben ruhig. Ich bin mir sicher, wie ich es geschafft habe, aber am Ende, ich bin mir nicht sicher, wie ich es geschafft habe, aber am Ende sieht es so aus, als würde der Soldat überleben. Seine Kameraden klopfen mir auf die Schulter. In diesem Augenblick ist die Erleichterung stärker als die Etikette. Ha. Danke, mein Fürst. Ohne euch hätten wir ihn verloren. Ich habe heute ein Leben gerettet. Er schließt sich unserem Hof an. Ein verwundeter, leichtsinniger, zäher Soldat. Nun, nicht besonders herausragend, sogar feiger, aber immerhin. Er ist jetzt sogar Champion, weil wir keine besseren Leute haben. Er möchte uns weiterhin als Ratsmarschall haben. Das lehnen wir geflissentlich ab. Und hier sind noch andere Räuber unterwegs. Und wir können eine neue mystische Kommunion abhalten. Die letzte ist hier sogar ohne Zwischenfälle verlaufen. Und diesmal wachen wir krank auf. Diener, helft mir! Krank, Zeit für die Behandlung. Nun, ich denke, tut das Nötigste. Sollte angemessen sein. Aber es wird immer schlimmer. Aurelius reicht mir einen klaren Trank in einer vergoldeten Phiole. Nach den Erfahrungen, die ich mit den vorherigen Heilmitteln von Aurelius gemacht hatte, war ich doch etwas besorgt, aber beim Trinken fiel mir weder ein Geruch noch ein Geschmack auf. Als ich mich nach den Zutaten erkundigte, antwortete er nur, es handele sich um ein Geheimrezept. Der rätselhafte Trank trug nicht dazu bei, meinen Zustand zu bessern. Ehrlich gesagt fühle ich mich sogar noch schlechter. Ist das der Punkt, wo wir Arielis rauswerfen? Wir können ein Bündnis mit dem. Hätten ein Bündnis mit dem Oberhäuptling aushandeln können. Wollen wir das denn? Hier. Bündnis aushandeln. Wir haben ein Druckmittel gegen ihn. Nun, ist das vielleicht eine Überlegung? Also, das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Die Frage ist, also er hat uns jetzt Parmesanien abgenommen. Wir können das vielleicht insofern hinnehmen, weil Pomesanien auch der Hauptsitz von dem Oberhäuptlingstum Prutzen ist und er damit im Grunde genommen nur den Hauptsitz seines rechtmäßig geerbten Oberhäuptlingstums zu nehmen. Und im Gegenzug erwarten wir jetzt, dass er uns gegen die Heiden hier im Westen hilft. Also, er selbst sollte sich dann gerne gegen die im Osten kümmern. Das liegt nicht in unserer Macht, hier großartig gegen dieses Königreich zu intervenieren. Wir plündern hier, haben schon erfolgreich geplündert. Um die kümmern wir uns gleich weiter, wo wir noch was holen können.
Da können wir Gefangene auslösen. Aber ansonsten führen wir hier vielleicht noch mal einen Krieg, um auf der westlichen Seite der Vistula unseren Einfluss auszuweiten und unseren Glauben zu ehren. Wir können mal gucken, Herzogtum der Pomerellen. Ja, in die Richtung könnte man gut gehen. Oder hier nach Kujawien und versuchen endlich mal gegen diese Großpolen vorzugehen, die uns Ewigkeiten plündern. Gehört direkt zum Oberhäuptlingstum Kujawien, da würde es südlich gehen. Wie viele haben die Polen denn insgesamt? 2000? 2500? Sollte möglich sein. Nun, dann drängen wir ihn zu einem Bündnis. Gehen auf eine Pilgerreise, wobei die kostet uns wieder Geld und wir sind krank. Okay, dann scheidet das leider aus. Aber wir rufen nach neuen Champions. Und dann haben wir gerade so noch genug Prestige, um vielleicht einen Krieg zu erklären. Wir können einen neuen Vorzug wählen. Und ich denke, jetzt legen wir definitiv einen Schwerpunkt auf unsere Gesundheit. Aber ich glaube, wir lassen hier weiter den Fokus, beziehungsweise den Schwerpunkt auf Theologie, aber gehen hier die anatomischen Studien an. Gucken wir mal, wen haben wir denn gerade so am Hof? Eine mit Louis? Nee. Aber wenn wir jetzt auch noch. Ah, wir haben ja gerade Champions eingeladen. Unpraktisch. Aurelius ist immerhin Jungarzt. Mit 62. Hier Freilassung, Lösegeld fordern. Bezahlt 100. Da hat sich das Problem mit dem mangelnden Geld für einen neuen Arzt ja erledigt. Und sie? Du kommst vom gleichen. Oh, dieser Raubzug war ja richtig erfolgreich. Großartig. Ja, aber hier Schalaun, das ist ja auch ein Vigilist, den möchte ich nicht plündern. Auch noch ein Vigilist. Hier können wir hinziehen. Das ist allerdings gefährlich, aber er ist im Krieg. Wenn wir da hinziehen, könnte das funktionieren. Ein gutes Geschäft. Ich möchte aber auch nicht das bisschen Beute verlieren, das wir schon gemacht haben. Und wir haben ja auch Pläne mit unserer Armee. Nein! Geht da lang, bitte. Oh, als ich heute Morgen erwachte und die Sonnenstrahlen sah, die durch mein Fenster hineinfielen, wurde mir erst nach einem kurzen Augenblick bewusst, dass ich das erste Mal seit Wochen ruhig geschlafen hatte. Ich war nicht einmal hustend aufgewacht. Und wir sind nicht länger krank. Und hier kommt es dann doch tatsächlich zu einer Schlacht, die wir aber. Oh. Wo? Nein! Wir haben die doch eben noch gewonnen. Vermaledeite Axt. Das gibt's doch nicht. Er hatte jetzt direkt den Memel ausgehoben. Aurelius ist gestorben. Ist zu viel des Guten. Ich hätte nie gedacht, dass man zu viele Geliebte haben könnte. Und doch beweist mir mein Leben offenbar gerade das Gegenteil.
An manchen Tagen habe ich das Gefühl, dass meine Freizeit nur noch aus während ich im Garten spazieren gehe mit Millions und während ich über die Zukunft fantasiere mit Breschkta. Wie länger kann das noch so weitergehen? Diese Frauen werden noch mein Ende sein. Nun, ich denke, er ist in einem Alter, wo er durchaus eine ziehen lassen kann. Breschkta und ich haben das Ende unseres Weges erreicht, oder wir lassen Millions ziehen. Ah, so lüstern sind wir nicht. Sie ist Frau und Seelengefährtin von uns. Sie ist doch unsere Gattin. Dann lassen wir Millions ziehen. Unsere Gattin lassen wir nicht ziehen. Interessant. Okay, wir haben. Okay. Seltsam. Also. Nee, ihm hat der Sieg Oberhäuptling Merkelis. Er hat uns die Beute wieder abgenommen und es hat ihm neuen Prestige gebracht. Und das war's wieder mit unserer Armee. Haben einen Gefangenen freigelassen. Hier ist ein neuer Champion eingetroffen. Ein 17er und ein 17er Glaubenskrieger. Schöne Sache. Für 7 nehmen wir dich gerne mit. Und ein Lehrerratposten. Ja, gutes. Der Verwundete. Okay. Und ein neues Komplott bei Hofe. Mein Ratsspitzel ist mir mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht wer, doch jemand schmiedet ein Komplott, um eine Person zu ermorden, und zwar meine Konkubine Millions. Die haben wir doch gerade ziehen lassen. Wir müssen den Übeltäter hinter dieser Sache steckt aufhalten. Nun, immerhin wurde das aufgedeckt. Ein neuer Champion kommt. Und die Armee lösen wir mal auf. Ja. Ich hatte gerade überlegt, ob Breschkta vielleicht der Hofseherin beim Bekehren helfen könnte, aber das wäre nicht effektiv. Jeder ist sich selbst der Nächste. Sergone spielt nervös mit seinen Ärmeln. Er ist einfach nur ein Champion von uns. Das ist derjenige, den wir gerettet haben. Und er hat seine Wunde verloren. Was treibt er hier zu dieser Stunde? Ich bitte vielmals um Entschuldigung, doch ich muss euch unter vier Augen sprechen. Ich habe etwas sehr Interessantes herausgefunden. Sergonus hat eines der Geheimnisse von Vestnikan aufgedeckt. Er ist bereit, es mir mitzuteilen, wenn ich ihn vom Haken lasse. Ein Geheimnis über unsere Hofseherin? Ich schwöre, dass... Nein, wir möchten keine Geheimnisse über unsere Hofseherin hören. Ich hätte euch lieber in der Tasche als sie. Ja, das würden wir ihm eh nicht glauben. Gefällt mir nicht. Er hat immer noch keinen Ratsmarschall besetzt, weil wir immer wieder ablehnen. So, dann suchen wir auf jeden Fall einen neuen Hofarzt. Nein, wir werden nicht in deinen Rat kommen. Das hat sich gegessen. Und da haben wir ein paar potenzielle Hofärzte. Ein Eirekrik, ein Asatruischen, immerhin ein Arzt und mehr als ein Jungarzt. Oder eine unausgebildete slowianskische Dame. Hm.
trauen wir ihm? Also als religiösen Eiferer können wir keinen fremden Glauben als Hofarzt einstellen. Wir sind unbeeindruckt. Das geht einfach nicht. Glaubensunterschiede. Ja, Gdansk ist immer noch slowianskisch. Aber sie werden definitiv bald im wahren Glauben beten. Erhöht Fortschritt der Ratsaufgabe. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir sind bei 58,3. Oh. Okay, es hat einfach nur 0,1 gebracht. Seid gegrüßt, Häuptling Garonas von Kelmno. Ich habe mit eurem Ratskanzler korrespondiert, ja gut ist, und ich muss schon sagen, dass ich euch nun in einem neuen Licht sehe. Vielleicht seid ihr sogar jemand, den ich eines Tages gern mein Freund nennen würde. Oh, von Kujavien. Okay. Interessant, jetzt mag er uns immerhin ein bisschen. 1000 Mann, slowianskisch. Ein 17er Kämpfer. Dich rekrutieren wir. Und der Ausbau geht weiter langsam voran. Ja. Mit 420 Leuten gegen diese 518 hier kämpfen. Die haben einen schrecklichen Befehlshaber. Bartosch. Er selbst. Kommen wir rechtzeitig an. Geschätzter Abschluss am 7. Mai. Ja, alle hier ausheben. Haben wir jemanden, der noch schneller unterwegs ist? Verbündete Todesverluste, das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Er hat aber halt auch drei mehr. Ich glaube, das ist schon relevanter. Wir haben eine Food-Überquerung. Besseren Armeebefehlshaber, ja. Also, das verteidigen wir jetzt einfach mal. Haben wir jemanden gefangen genommen? Leider nicht. Wir haben die drei Beute zurückgeholt. Ah, ein Erfolg. Und ich denke, wir selber gehen mal auf Pilgerreise, jetzt wo wir auch wieder gesund sind. Nein, nein, er behält das Geld, um den Ausbau von Kelmno weiter voranzutreiben. Er hat genügend Pilgerreisen unternommen, hat die heilige Stätte befreit und jetzt widmet er sich seinem Erbe, was er seinem Prusas überlässt. Wir sind gestorben. Häuptling Garona von Kelmno hat im Alter von 58 die Tür zur Geisterwelt durchschritten. Er starb eines natürlichen Todes. Ein alter Mann hat ein langes, erfülltes Leben geführt. Häuptling Prusas besteigt den Thron. Er ist getrieben von Gier und wird wohl kaum die Gunst des Bauernvolkes im Reich erlangen können. Wir werden die Geschichtsschreibung der Wilks also als Häuptling Prusas fortsetzen. Bereits 35 und anscheinend gilt er als gierig. Und wie genau jetzt die Verhältnisse im Reich sind, das werden wir uns im nächsten Mal genauer angucken.
Während werfen wir nochmal einen Blick auf unseren verstorbenen, ich kann das Fenster leider nicht wegziehen, auf unseren verstorbenen weisen Theologen. Er hat schon ein wenig was für den Glauben erreicht. Er hat die heiligen Stätten von Kelmno befreit, wurde anschließend aber als unfähig von seinem Bruder erklärt, für unfähig erklärt, das Häuptlingstum Pomesanien zu führen. Seine Familie kann das nicht nachvollziehen und haben auf einen militärischen Ausbau von Kelmno gedrängt. Zum einen, um in Zukunft sich hoffentlich bald den Plünderungen durch die Großpolner Heiden erwehren zu können. Zum anderen aber auch gezielt, um das rechtmäßige Erbe von Pomesanien zurückfordern zu können. Aber was davon möglich ist und wie viel Prusas vielleicht schon umsetzen kann, das wird es noch zu erkunden geben. Ich freue mich darauf, diesen zweiten Teil der Geschichte der Wilks mit euch erleben zu können. Bis dahin, alles Gute und macht es gut.